Da bin ich ja schon wieder. Ich habe schon zwischenzeitlich, wo die Kamera noch justiert, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe diesen Beutel geöffnet und interessant auf diesem Beutel zu sehen, dass er ein Plastikbeutel ist. Sie können Erstickungsgefahr darstellen, solche Plastikbeutel steht hier. Bewahren Sie Plastiktüten zum Vermeiden außerhalb der Reichweite von Kindern aus. Das ist also ganz wichtig hier, dieser Beutel. Aber in dem Beutel selbst haben wir allerlei Sachen. Da ist hier ein Deckel mit Gummi. Ein Gummideckel. Sehr gut, dieser Gummideckel. Und zwar kann man mit dem Gummideckel einen dauerhaften Verschluss von irgendwas machen. Aber da hier passt er nicht drauf. Da passt er nicht drauf. Ein Behälter. Dieser Behälter ist zum Aufbewahren von 100 Gramm Kaffee. Dann habe ich hier zwei Siebträgerhalter. Diese kenne ich nämlich schon aus der Beschreibung, diese Siebträgerhalter. Die werden an die Kaffeemaschine dran gebaut. Und das Beste, das ist, jetzt kannst du hochgehen, da kannst du, da sind hier zum Wimperntuschen, das kann man machen, das kann man aber nur dann machen, wenn man seine Augen mit einer neuen Brille geschützt hat. Das ist sehr, sehr gut hier. Dann geht's weiter. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Teil. Dieser Deckel, der kommt hier drauf. Das ist ein sehr, sehr interessanter Teil. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hätte mal so reingucken. Nein, jetzt mache ich hier hoch. Tada! Jawohl! Und hier haben wir sie, die Kaffeemühle. Wir können von oben reinschauen. Das ist sehr schön, diese Kaffeemühle. Hier die verschiedenen Mahleinrichtungen. Dann hier ein sehr schöner Schalter. Off, Auto. Das heißt, auch fürs Auto. Das ist sehr gut. Und hier kommt, was kommt hier hin? Da kommt einer von diesen Dingern hin, hier drauf. Und da wird dann der Siebhalter, der Siebträger reingemacht. Und sobald der Siebträger drin ist, geht die an. Ja? Das ist also das, was von dieser... Und das Schärfste bei diesen Unboxing-Sachen ist, das, was eigentlich den Zuschauer interessiert. Wie funktioniert die, wie arbeitet die und so weiter. Wird gar nicht gezeigt. Ich bedanke mich für die gesteigerte Aufmerksamkeit. Und ich wollte nur noch sagen, also, das ausgemacht, ne? Nicht? Ich wollte nur noch sagen, warum ich habe schon mal so was Ähnliches gemacht. Da habe ich Kill the Unboxers, habe ich das genannt. Und ich wollte eigentlich nur den Beweis dafür liefern, wie wichtig das ist, dass das, was ich gerne, Kill the Unboxers, dass das auch mal gesagt wird. Guten Tag. Guten Tag.